Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ocarina of Time. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Goronia und ich spiele heute leicht gehandicapt, weil ich gestern zwei Weisheitszähne eingebüßt habe, quasi. Also freiwillig natürlich. Und ja, ich weiß nicht, ob man es hört, vielleicht klinge ich ein bisschen anders, vielleicht auch nicht. Ich kann auf alle Fälle meinen Mund nicht so weit öffnen. Aber nichtsdestotrotz will ich trotzdem weiter Let's Plays machen. So, wir machen es weiterhin auf dem Weg nach Goronia und ach du Scheiße. Wir werden herzlich begrüßt, wie man gesehen hat. So, ein paar Steine killen. Rubine sind immer toll. Okay, so erstmal rechnen. Wir gehen jetzt weiter oder wir betreten einfach mal Goronia. Oh, die Musik ist geil. Gleich mal lauter machen, mein Headset. Wir machen uns jetzt nämlich auf den Weg nach Zudarunia und der wird uns sagen, dass es ihm schlecht geht. Oh, die Goronen sind sowieso so geil. Ein Dicke Stab. Sehr schön, die brauchen wir nämlich gleich noch. Hi, Darunia. Alles klärchen? Was, wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Die Wunschkreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, das ist die Sache Goronia. Wir sind zu stolz, um Hilfe fremder Sprung. Ja, er möchte unsere Hilfe nicht, aber er wird später unsere Hilfe wollen. Er wird unsere Hilfe wollen. Denn wir machen uns jetzt auf den Weg in die verlorene Wälder. Wir werden unsere alte Freundin Salia besuchen. Und sie wird uns etwas geben, mit dem wir Darunia umstimmen können. Erstmal drehen wir uns ein bisschen im Kreis. So, dann mal gleich weiter. Ey, das war unfair. So lange sind mich doch gar nicht gelaufen. Schnell. Ha, gut, geschafft. Gleich mal noch ein zweiter. Und auch gleich mal die schicken Dornblumen anzünden. Ah. Cool guys don't look at explosions. Boom. Bitte. Die verlorenen Wälder. Die haben auch eine sehr tolle Musik. Und, ach man. Ach, die Eule. Ja, die Eule wird uns jetzt auch nur erzählen, das, was ich eigentlich gerade erzählen wollte. Nun flieg weg, Eule. Nun flieg. Flieg und Sieg. Nämlich die verlorenen Wälder haben die sonderbare, aber geile Eigenschaft, dass sie nicht nur gute Musik spielen, sondern dass man auch auf diese Musik hören muss, um den Weg zu finden. Also eigentlich die perfekte Aufgabe für mich.
Und wie man merkt, wird die Musik lauter. Wenn ich jetzt hier nach rechts gehe... Hört man nur noch den Beat. Und jetzt? Ah, Melodie. Ich kenne natürlich den Weg so ein bisschen. Ich glaube, hier war es nach rechts, dann müsste man eigentlich auch schon da sein, ja. Aber es ist nicht besonders schwer, hier durchzukommen. Bam! So. So viel zu dir, Wölfchen. Ist das Wasser? Ja, hier gibt's Deko-Kerle und die wollen nichts Gutes. Ist mir aber egal. 5 Rubine, yay! Alter. Ach, fick dich doch. Keine Zeit für sowas. Wir müssen dann zu unserer guten Freundin Salia. Sie ihn endlich mal wieder besuchen. Ach, mit die Kokelle. Bam. Okay, den töten wir auch nicht. Aber du musst dein Herz haben. Ich wollte nur so ein Herz. Aber dieser Weg, da wird nochmal gut als erwachsener Link später. Freue ich mich schon. Ich mag den Gegner irgendwie. Der ist lustig. Und da ist der Salia. Ach, Salia. Unsere kleine Cookie-Freundin mit Minirock an. Interessant. Wobei mir auffällt, wir haben auch einen Rock an. Egal. Gucken, was sie zu sagen hat. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung. Mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Alles klar, wir sind bereit. Endlich lernen wir eines der besten Musikstücke. Unser Salias Lied. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, herrlich. Du hast Salias Lied gelernt. Yay! Okay, mit Salia beschäftigen wir uns weiter, beziehungsweise mit dem Wild Temple beschäftigen wir uns erst wieder später. Nun ist es unsere Aufgabe, erstmal Goronia zu retten. Und dazu jumpen wir hier... Autsch. Boah, stirbt er einfach mal. Bam. So. Ich könnte jetzt natürlich derselben Weg wieder zurückgehen, direkt nach Goronia und Darunia diese schicke Melodie vorspielen. Aber ich möchte mir vorher doch noch den Helioschild holen. Der könnte in Dodongos Höhle naja, wichtig nicht, aber hilfreich sein. Och man, Eule. Ja, Salia hat mir ihr Lied beigebracht. Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ja, Eule. Ja, es gibt Lieder überall in Hyrule verteilt und... Oh. Mann, unterbrech mich doch nicht ständig. Wo war ich jetzt? Eule. Helia, Schild, Marktplatz. Jetzt hingehen, genau.
Weil in Dodongos Höhle eventuell hilfreich. Beziehungsweise danach, wenn wir zur. Wenn wir weiter zum Todesberg hochgehen. Steinstatue, ja, das wollte ich gar nicht. Wollte ich bloß runterjumpen. Nicht, ey. Oh Mann. Komm mal klar, Junge. So. So. Iliane Steppe. So, dann hüpfen wir mal zum Schloss. Und die Sonne geht runter. Och, nein, nicht. Sonne, geh nicht unter. Wir wollen doch zum Schloss. Und die Zugbrücke geht auch hoch. Ach, Mann. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber das ist mein Hund. Und die Zugbrücke ist oben. Und hier sind Gegner. So, aber alles kein Problem. Dann bewerben wir ein Lied spielen, um das zu beheben. Nämlich das, was wir letztes Mal gelernt haben. Nee, wie war das? So war das, genau. Die Hymne der Sonne. Und damit wird es auch gleich Tag und alle bösen Viecher verschwinden. Aber wir machen uns auf zum Marktplatz, um ein Schild zu kaufen. So, machen uns schnell auf, den Helia-Schild zu kaufen. Dann soll es das für den Part erstmal gewesen sein. Noch nicht? Kerfilm, die Wache in Kakariko schickt dich. Nun, dann werde ich dir einen guten Preis machen. Das ist schön. Aha, und er hat uns weniger gekostet. Das ist gut. So, das soll es für den Part gewesen sein. Wir haben einen neuen Schild, den werden wir gleich mal anlegen. Der ist noch leider ein bisschen groß für uns, sodass wir uns nur ducken können. Aber egal. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Schreibt einen Kommentar. Nächstes Mal werden wir nach Goronia und zu Dodongos Höhle gehen. Also bis dann. Bye bye und ciao ciao.